So, Konnichiwa. Nein. Welcome back. Cholera. Ja, dieses Indexing von Ubuntu, ne? Dieser Barlow-Client oder wie das Ding heißt, das Ding geht mir halt so hart auf den Sack. Warte mal, warte mal ganz kurz hier. Ich muss mal ganz kurz hier was machen. Schnauze jetzt hier. So. Geht doch. So. Okay. Was sollst du gerade machen? Genau, Protektoren. Wir wollen so eine Protektorsteine. Ach so, Quatsch, ich bin doch blöd. Vielleicht gibt es einfach Area. Was? Genau, Areas gibt es. So war das, okay. Areas. Area Position 1, Position 2. Das klappt also. Area Position 1. Ja, klappt. Gut, dann machen wir das Ganze mal. Dann machen wir das Ganze mal. Sieht doch relativ praktisch aus. So, hier machen wir Position 1. Und Position 2 machen wir auf einem erhöhten Posten. Habe ich keine Erde. Das ist doch Bullshit. Auf Blättern kann ich nicht laufen, nee. Habe ich nichts, um mich mal irgendwo hochzubauen? Das ist doch scheiße. Ich will fliegen. Och man, no, ich will fliegen. Dann machen wir das Ganze mal, ja, hier so ungefähr. Die Frage. Die Frage ist, wie hoch können, wie groß kann ich mein Bereich abstecken? Weißt du was? Wir brauchen sowieso später Wolle. Her damit. Ja, ist ein bisschen groß, oder? Ach was. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Wie war das denn jetzt? Pro. Nee, nicht Protect. Wie? Ach, Mann, Alter. Halb. Help me! Wie war denn das? Area 1, Area 2. Doch, Protect. Ah. Protect Home. Jawohl, hat funktioniert. Sehr geil. Oder? Hat es funktioniert? Ich sehe da unten noch keinen Namen stehen. Aber es sollte theoretisch funktioniert haben. Ah doch, jetzt steht es da unten. Blöd ist halt, man kann es nicht wirklich gut lesen, ne? Weil es halt, ne, das, was ich in der ersten Folge gesagt habe, dass sich die Dinger da so überlappen. Da musst du schon Fantasie haben, um das lesen zu können. Aber, scheißegal, wir haben jetzt einen geschützten Bereich. Das heißt, innerhalb dieses Bereiches können wir jetzt tun und machen, was wir wollen, ohne dass es jemand wieder kaputt machen kann. Ist doch geil. Warum wechseln? Hä? Oh, wir haben vergessen, Zeppelin abzubauen.
Upsala. So. Das heißt, wir können jetzt, wo der Bereich geschützt ist, können wir jetzt anfangen, hier unser Haus zu bauen. Ist doch gar nicht mal so schlecht. Das heißt, erstmal kommt alles hier rein. Beziehungsweise, wir gucken gleich mal wegen Taschen. Wegen Taschen bauen. Wo ist jetzt die Wolle? Hä? Ach da. So. Backpack. Was? Hä? Hä? Verstehe ich nicht. Oder einfach nur Back? Ah, Back war's. Okay. Genau. Wie war denn das? Ich hatte es doch damals ausgerechnet gehabt. Für eine Tasche brauchen wir 120? Warte. Wir haben 6. 6. So. Wir brauchen für eine große Tasche, brauchen wir hiervon 4 Stück, ne? Ja, genau. Das heißt 4 mal 6. Achso, ich habe kein wissenschaftlicher Taschenrechner. Achso, siehst du, ich bin auch dumm. Okay, wir gucken mal. Hier brauchen wir gar nichts für, hier brauchen wir auch nichts für. Das heißt, wir brauchen nur für eine Tasche brauchen wir 2 mittlere. Also 4 kleine. So, das heißt, wir haben 4 mal 6 mal Wolle. Das heißt, wir haben 24. Für 24 brauchen wir jeweils 4 mal, also für 24 Blöcke brauchen wir jeweils 4 mal Wolle. Das heißt 96. Und dann haben wir 96 plus hier brauchen wir um den zu bauen, brauchen wir hiervon 2 Stück und 4 mal Wolle. Das Ganze brauchen wir 2 mal, das heißt plus 8. Und um den zu bauen, brauchen wir 2 mal hier welche plus nochmal 4 mal Wolle. Das heißt nochmal plus 4. Da haben wir 108 brauchen wir. Achso, halt, die auch noch. Das heißt, wir haben hier nochmal, wir haben 8 davon. Ne, 4 davon. Das heißt nochmal plus 4. 112 waren es. Okay, das sollten wir noch hinbekommen. Das heißt, eine Großtasche bekommen wir hin. Mehr aber leider nicht. Schade. Okay, das heißt, ich brauche erstmal 24 hiervon. Ich muss also noch mal 8 Stück bauen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Danke. So, jetzt kommt ihr weg. So. Was? Also. Genau. Haben wir hier von 4 Stück. Achso, ja. Danke. So. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Nein, du kommst nach da, du gehst nach da. Schwupps, schwupps. Schwupps, schwupps. Hey, ich hab's immer noch drauf. Nice. Das war ja perfekt. I'm the king of backpack. Hey, danke. Jetzt haben wir unseren ersten Backpack. Nicey dicey. Sehr schön. Wie gesagt, noch ein zweites kriegen wir leider nicht hin. Höchstens einen mittleren. Müssen wir mal gucken. Für einen mittleren bist du hinbekommen, ne?
Nee, kriegen wir nicht hin. Nee, reicht nicht, reicht nicht, reicht nicht. Oder? Sonst, nee. Es dürfte nicht reichen, gerade so nicht. Was natürlich schade ist. Aber ich, wenn wir jetzt hier. Wir bräuchten hier von 12 Stück. Da hätten wir noch 4 Stück übrig. Ne, das reicht nicht. Nee, reicht nicht. Schade. Ich meine, wir könnten zwei kleine bauen. Das würde gehen. Machen wir. Wir bauen noch zwei kleine. Das passt gerade so. Dann machen wir so. Machen wir so. Das passt gerade so. Weil das Schöne ist, die kleinen sind immerhin halb so groß wie die großen. Ne? Weil die großen haben ja hier 4 Reihen. Ach nee, die haben nur 3 Reihen. Ups. Ah, egal. Dann sind die halt nur ein Drittel so groß. So, weil die haben halt immerhin eine Reihe. Ich dachte, die großen haben 4 Reihen und die haben 2 Reihen. Weil irgendwie sowas mit Erinnerung, dass die 2 Reihen haben, die haben 3 Reihen und die haben 4 Reihen. Weil dann wäre der nämlich gerade mal halb so groß wie der. Aber ist leider doch nicht so. Schade eigentlich. Gut, egal. Jetzt haben wir zumindest ne, 3 Rucksäcke. Das reicht doch schon mal für den Anfang. Gar nicht mal so schlecht. So. Wir brauchen halt noch zweimal Wolle. Ist doch scheiße. So, das heißt, wir pflanzen direkt mal ein bisschen Wolle an. Wir brauchen Eimer. 1, 2, 3. Wir brauchen nämlich Wasser. So, lalala. Wo kriegen wir Wasser her? Da ist Wasser. Also zumindest geht es hier runter. Oder auch nicht. Es ist so scheiße dunkel. Ich sehe nichts mehr. Hilfe. Ah, das Wasser. Nicht sterben. Danke. So, Wasser. Wasser machen wir am besten mal hier. Oh, er hat schon jemand gebaut. Interessant. Wann ist das Wasser? Ach, Wasser, wo bist du? Nee, hier bin ich falsch. Uah, das Wasser. Oder? Doch, hier geht's runter. Genau, hier geht's runter. Boah, Alter, man sieht hier gar nichts. Ah, Wasser. Scheiß Monster. Leck mich am Arsch. Hilfe. Wie fliege ich denn jetzt? Ach so, ja. Ja, bei den Bäumen kann man zwar nicht klettern, aber diese Dschungelbäume, die haben halt Ranken. Und an denen kann man klettern. So, jetzt haben wir hier unendliches Wasser. Sehr geil. So, jetzt ist gerade dunkel, das heißt, wir werden gleich mal unser Bett ein. Sehr geil. So. Wo könnte man am besten so ein Feld hinbauen? Nee, hier geht es zu steil runter. Da gefällt mir nicht. Da sind zu viele Bäume. Ich würde mal sagen, doch hier runter. Ne? Hier kann man so schön so ein Feld runterbauen. Dann machen wir mal ein bisschen ästhetische Arbeit. So. Dann sagen wir nämlich ganz einfach. Boah, mach hinne. Ach, Linksklick. Okay. So. Da kommt Wasser rein. Und dann lassen wir das Ganze hier als Bach runterfließen.
Sehr geil. Und dann kann man nämlich quasi links und rechts von dem Bach den Felder anlegen. Ne? Das ist so meine Idee. Ey, wir haben Saatgut bekommen. Sehr geil. So, und eigentlich kann das Wasser denn hier auch münden und dann da unten reinfließen oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Dann können wir ein bisschen kreativ. Oh, hier ist Kies. Das sieht natürlich scheiße aus. Machen wir direkt mal weg. So, die Frage ist, das Wasser schafft es nie im Leben bis nach da hinten. Das wird nichts. Gut, machen wir anders. Ich habe eine Idee. Weil es soll ja auch schön aussehen, ne? Wir klauen mal diese ganzen Bäume hier. Der Baum kann da stehen bleiben, wobei wir machen das mal so hier. Ja, Leute, sorry, aber das Auge ist mit. So, der Baum muss da auch weg. Boah, Alter, mach doch mal hin jetzt hier. Welcher Baum baut jetzt ab? Ne, der baut nicht ab. Hier ist kein Baum mehr. Kann man jetzt hier irgendeinen Baum wegbauen? Los, verschwinde. Danke. Ich krieg schon wieder Schmerzen. Ich habe noch 10 Sättigung. Leck mich. So. Okay. Denn jetzt können wir nämlich hier alles abbauen. Keine Angst, es wird sich gleich zeigen, was ich hier vorhabe. Ich will es nur nicht sagen, sondern tatsächlich Taten sprechen lassen. Hä? Achso, ja klar, weil ich hier geschlafen habe. Deswegen respawn ich jetzt hier direkt wieder. Sehr geil. Ist da gleich 20 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. So, der ein oder andere kreative Mensch wird wahrscheinlich schon wissen, was ich vorhabe. Und wer nicht so kreativ ist, kann direkt Harakiri begehen. Einfach so. Einfach, weil ich es sage. Warum ich jetzt das ganze Gras hier abbaue, liegt daran, dass ich hoffe, dass wir dabei auch ein bisschen Saatgut bekommen. Achso, siehst du, hier kann ich eigentlich direkt wieder auffüllen. Weißt du was, für das, was ich vorhabe, wäre es wahrscheinlich sogar besser, wenn ich diesen Bereich hier auffülle. Ich hoffe, ich habe genug Sand dafür. Ne, ich habe bei ich habe im Leben nicht genug Sand dafür. Scheiße. Gut, dann tut es mir auch nicht leid, hier ein bisschen Sand zu klauen. So überhaupt nicht leid. Ich brauche eine Schippe. Ich brauche definitiv eine Schippe. Boah, komm schon. Danke. Wir haben kein Mesekristall mehr. Schade.
direkt hinterher. So. Da. Ja, ich nehme gleich mal ein bisschen mehr Sand mit. Sand kann nie schaden. Wenn man von irgendwas nicht genug haben kann, dann Sand. Also Erde. Was? Woodcutting active? Ernsthaft? Den letzten Baum haben wir vor 3 Stunden abgebaut. Was ist denn das für ein Delay teilweise? Ist ja schlimm, ist das. Goddammit. So. Ich hoffe mal, hier drunter spawnen jetzt keine Monster. Wobei bei 2 Höhe sollten eigentlich keine Monster spawnen. Monster spawnen frühestens auf einer Höhe von 3, oder? Oder war es 4? Kann sogar sein, dass es 4 war. Auf einer Höhe von 4 spawnen Monster, glaube ich. Digga, Alter, wie jetzt einfach dieses Woodcutting Active kommt. Obwohl wir die Kirschbäume schon vor 3 Stunden gefällt haben. Das gibt's doch ja nicht. Das ist einfach. Na, genauso wie unten ist mit der Sättigung. Ne, wir haben jetzt angeblich eine Sättigung von 4, aber ich wette, in Wirklichkeit haben wir nur noch eine Sättigung von 1. Gleich kriegen wir garantiert wieder Schmerzen, weil wir verhungern sind. Kann das sein? So, fertig. Und jetzt kommt das, was ich eigentlich vorhatte. Das heißt, wir räumen erstmal ein bisschen auf hier. Der ganze Schund dann kommt komplett weg. Brauchen wir alles hier nicht mehr. So, was wir brauchen, ist der Wassereimer. Und spätestens jetzt sollte jeder wissen, was ich vorhabe. Ha? Was machst du da? Bitte gehen die weg. So, die können auch noch weg. Dankeschön. So. Schnauze. Naja, der war schlecht. Ne, das war gerade richtig dumm. Ich liebe endlos Wasser. Ah, der war gerade auch falsch. So. Sieht doch gut aus. Hallo? Danke. Perfekt. Jawohl. Oh, die da hinten fehlt noch.
Hier muss noch hin. Ach so. Ja, komm, dann machen wir. So. Tada! Jetzt haben wir hier so einen schönen Bach, der hier in dem Teich endet. Ja, noch ist hier natürlich grün, aber es wird ja, ne, man sieht ja schon, das Gras verschwindet denn hier mit der Zeit. Und wir haben hier einen wunderschönen Bach. Ist doch geil, ist das doch, oder? Ist doch geil. So, damit uns das auch keiner kaputt macht, werden wir jetzt natürlich auch wieder, mach ich gleich mal ein bisschen größer. Ach, ich sehe, jetzt haben wir ja Erde. So, weil hier sollen später auch unsere Beete hin. Das heißt, ich mache das Feld hier gleich mal ein bisschen größer. Ah, das war dumm. Das war noch dummer. So, machen wir mal. Puh, Alter. Diese schrägen Blätter, die so quer gehen, das raubt mir immer die Orientierung. Ich denke, dass so richtig ist, aber so ist schräg. So ist gerade. Und da sind die Blätter schräg. Das ist so desorientierend. Das ist ja schlimm, ist das. So. Das ist hoch genug. Das war ein bisschen weit. So, machen wir mal hier. Protect. Wie nennen wir das? Irgendwie so. Jetzt kann uns das auch keiner mehr kaputt machen. Ist doch geil. Ist das nicht geil? Schönes Ding. So, dann würde ich mal sagen, machen wir an der Stelle mal wieder Folgenpause hier. Und dann machen wir am besten mal etwas größere. Also ich mache jetzt eine etwas größere Pause. Einfach, weil es mittlerweile 2:30 ist. Von daher. Würde ich mal sagen, sehen wir uns wieder. Bald mal. Bis dann.